Die Abläufe sind jeden Tag die gleichen für Roman Neustädter und Co., aber von Alltag keine Spur in diesem spannenden Bundesliga-Schlussspurt. Ja, ich glaube, wir dürfen nicht auf die Tabelle schauen, sondern wir müssen uns auf uns konzentrieren, auf unser Spiel. Und man sieht, was wir erreichen können, wenn wir alle alles abrufen, was noch in uns steckt. Und wenn wir diszipliniert spielen, wenn wir gut nach vorne spielen, gut verteidigen zusammen, dann sieht man auch, dass wir uns nach einem 2-0-Rückstand gegen Leverkusen nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern immer noch Kraft haben, zurückzukommen gegen so Mannschaften, so starke wie Leverkusen, die genauso diszipliniert sind. Und deswegen müssen wir einfach nur aufs nächste Spiel schauen jetzt in Frankfurt und unsere Aufgaben erfüllen. Aber kann man zumindest sagen, nach den letzten Wochenenden, sagen wir mal, Mainz und Hannover haben wir verabschiedet aus dem Kreis, also der Kreis der Konkurrenten um Europa wird kleiner? Ja, was heißt der Kreis der Konkurrenten? Es geht um uns. Uns ist egal, wie die anderen spielen. Wir schauen nur auf uns und wir wissen, dass wenn wir unsere Punkte holen, dass wir auch oben dabei bleiben und dann werden wir sehen, was rauskommt am Ende. Freiburg, Frankfurt, Hamburg, Gladbach, alle Verfolger in der Tabelle sehen wir noch auf dem Platz. Zunächst die Eintracht. Ja, so eine sehr gefährliche Mannschaft und stehen hinten gut. Haben vorne Spieler, die Spiele alleine entscheiden können, die individuell sehr stark sind. Als Mannschaft sind sie sehr gut und es wird ja eine richtig große Herausforderung für uns. Und weil man hat auch im Hinspiel gesehen, wie die Frankfurter spielen, aber man hat auch gesehen, dass wir gegen sie gut spielen können, dass sie auch Probleme haben. Und das hat man, glaube ich, jetzt auch am Wochenende gesehen in Augsburg. Und da müssen wir ja wieder an unsere Leistung der letzten Wochen anknüpfen, also wie in den zweiten Halbzeiten, sage ich mal, wo wir dann die Spiele entschieden haben und verdient auch dann gewonnen haben oder uns noch zurückgekämpft haben für einen Punkt. Woran liegt das, dass man manchmal das, was man möchte, denn ihr geht ja auf den Platz und wollt von der ersten Minute an das Optimum bringen, dass das manchmal nicht klappt? Ja, es sind, glaube ich, schon viele Faktoren spielen da eine Rolle und es ist ja nicht so, dass du gegen einen Kreisligisten spielst, sondern du spielst in der Bundesliga und jedes Spiel ist schwer, jede Mannschaft analysiert den Gegner, wir werden genauso analysiert, wie wir die anderen Mannschaften unsere Gegner analysieren und so versuchen sie dann auch natürlich unsere eventuelle Schwächen auszunutzen und deswegen ist es immer schwer, du musst immer 100% abrufen, 100% konzentriert sein und nur so kannst du dann Spiele gewinnen. Das gilt fürs ganze Team wie für jeden Einzelnen. Roman pausierte zuletzt in Nürnberg und gesperrt gegen Leverkusen. Er hat die Zeit genutzt. Ist der Speicher wieder voll? Ja, ich denke schon, dass so ein Spielpause jetzt, sei es verletzungsmäßig oder Gelbsperre oder allgemeine Sperre, dass das an sich, glaube ich, recht gut tut. Klar ist es dann schwer, auf der Tribüne zu sitzen und dann so mit den Jungs mitzufiebern. Ich glaube, ich war kaputter als nach einem Spiel vom Kopf her, also mental. Und nee, aber ich fühle mich wieder gut und ich habe die Pause natürlich auch genossen. Klar habe ich auch trainiert an dem Tag, wo die Jungs gespielt haben, aber es ist natürlich eine andere Belastung. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder für die letzten 5 Spiele topfit bin, klar. Er ist bereit, Sie sind bereit, wir sind bereit für 5 Endspiele um Europa. Alles andere als Alltag für Roman Neustädter und Co.